Herzlich willkommen zu meinem zweiten Video. Heute werden wir den Tischdolly einmal ausgiebig testen. Heute Nacht hat es geschneit, deswegen werden es hier viele Videos im Schnee. Und dann schauen wir einfach mal, wozu so ein Dolly gut ist. Wenn man jetzt anfängt, Dolly-Aufnahmen zu machen, merkt man schnell, dass das echt nur auf richtig glattem Untergrund geht. Im Haus ist es nicht schwer, da hat man Tische oder einen geraden Boden. Aber wenn man jetzt so eine Aufnahme wie diese hier in der Natur machen möchte, braucht man was, wo der Dolly drauf fährt. Ich habe hier so eine Bahn von Plexiglas genommen. Da können die Rollen vom Dolly echt gut drauf fahren und die Aufnahme wird eigentlich ganz gut. Bei solchen Aufnahmen stört die Unterlage natürlich keineswegs im Bildausschnitt. Wenn er jetzt jedoch in Fahrtrichtung filmen möchte, dann stört die Unterlage ziemlich stark, da sie ist ziemlich groß im unteren Teil des Bildausschnitts zu sehen ist, wie man das hier sieht. Wenn man das vermeiden möchte, müsste man eigentlich theoretisch mit der Linse reinzoomen so, und den ganzen Aufbau nach hinten verrücken, sodass der Bildausschnitt trotzdem an der gleichen Stelle anfängt, aber der ganze Aufbau, das heißt der Kamerawagen mit der Unterlage, etwas weiter hinten liegt. Das geht aber nur bei kürzeren Kamerafahrten. Damit die Kamerafahrt ohne Beschleunigung an Anfang und Ende der Kamerafahrt gelingt, sollte man, wenn man eine Strecke von A bis B filmen möchte, auf jeden Fall den Kamerawagen so setzen, dass der Bildausschnitt am Anfang und am Ende etwas mehr als die Strecke, die man filmen möchte, umfasst, damit man das am Schluss ein paar Frames rausschneiden kann und eine gleichmäßige Kamerafahrt entsteht. Wenn man möchte, dass die Kamerafahrt auch bemerkt wird in dem Film, sollte man schauen, dass nicht wie hier nur ein Hintergrund gefilmt wird, sondern dass auf jeden Fall auch ein Objekt im Vordergrund steht, da sich dieses wesentlich schneller durch das Kamerabild bewegt und somit die Fahrt wesentlich deutlicher zu sehen ist. Nun könnte man aber auch all diese Bewegungen mit einer Kameraschiene bewerkstelligen. Das Interessante an dem Mini-Dolly ist aber, dass man auch Kurven fahren kann. So kann man zum Beispiel ein Objekt scharf in der Mitte behalten, wie es hier der Fall ist, und den Hintergrund drumherum kreisen lassen. Dabei ist es sehr, sehr wichtig, dass das Objekt in der Mitte von dem Kreis steht, auf dem der Dolly schlussendlich fährt, damit das Objekt A immer in der Mitte vom Bild bleibt und B immer scharf bleibt. Weil während dem Dolly schieben ist das Fokussieren ziemlich schwierig. Um das zu machen, kann man entweder messen, dass das Objekt immer den gleichen Abstand zu dem Kreisbogen hat, oder aber man probiert es einfach ein paar Mal aus, bis es klappt. Um den Radius, den der Dolly fährt, zu verändern, muss man einfach die Flügelmuttern losschrauben, die die Achsen festhalten, die Achsen ein bisschen verdrehen und dann die Flügelmuttern wieder festschrauben. Um die Aufnahmemöglichkeiten des Dollys noch extrem zu erweitern, kann man noch einen Stativkopf auf den Dolly schrauben. Dann kann man nämlich die Kamera in beliebigen Winkeln drehen, nach oben schauen lassen oder wie hier zum Beispiel eine Spur im Schnee verfolgen. Der Kreativität sind dort quasi keine Grenzen mehr gesetzt, wenn man das so will. So, das war's auch schon, was das Testen angeht. Jetzt kommen nur noch ein paar Testergebnisse.
Ich verabschiede mich schon mal. Ich freue mich natürlich über Kommentare, über Tipps und beantworte gerne eure Fragen. Und wünsche euch noch viel Spaß mit den Testergebnissen. Bis zum nächsten Mal.